So, wir fangen an mit ein paar Icon-Swap-Packs. Mal 81+, mal 82+, mal 83+. Ich schneide euch natürlich alles wieder rein, dann könnt ihr auch sehen, welche vielleicht am besten sind. Das ist das allererste, was ich öffne, von meinem Mod Kevin, der eigentlich ja schon ganz gute Sachen immer gehabt hatte. Deswegen gucken wir einfach mal rein, ob wir ein paar UCL-Live-Karten ziehen. Vielleicht ziehen wir ja einen Renato oder keine Ahnung, was auch immer. Wir starten mit einem Inform. Brasilien, linker Flügel, Coutinho. Ich weiß tatsächlich, ich habe schon eins gesehen, da waren die Road to the Final Karten teilweise ganz, ganz hinten, was ein bisschen weird ist, aber Ter Stegen, Kimmich, Suarez, Kroos, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Das finde ich schon mal big, das sind schon mal vier richtige Kracher und dahinter nichts mehr. Aber ist gutes Fodder, meiner Meinung nach. Ist echt ein... Mehr, doch, 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 das ist ein gutes Pack. 4 über 88 ist schon gut. Aber leider halt kein Road to the Final. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, nächstes. 82+. Schauen wir mal hier rein, wie das so wird. Viel Glück, Yannick. Road to the Final. Oh, oh. Aha. Keylor Navas. Kann da jetzt noch irgendwas hinter sein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn... Wären auch die Road to the Final zuerst angezeigt gewesen. Dann befürchte ich, dass das echt schlecht wird. Rulli, Bonucci, Fernando, Sané. Oha! Spotify-Karte, Kamara und Bowen. Naja, also zwei der schlechtesten, muss man sagen. Aber sind noch zwei Special-Karten, halten wir mal fest. Die beiden, ein Walkout eigentlich, zwei Walkouts. Also es sind 286+ und ein Inform. Ja, ist jetzt aber auch nicht so gut. Aber daran sieht man halt, die werden irgendwie nicht angezeigt. Keine Ahnung warum. Das heißt, man wird da nicht unbedingt gespoilert. Was eigentlich auch ganz, ganz lustig ist. Nächstes Icon Swap Pack. Schauen wir mal. Wieder 82+. Wir hatten gerade zwei drin. Mal schauen, was jetzt drin ist. Jetzt ist halt wieder ein Goldener. Das ist einfach schon wieder Keylor Navas. Es muss jetzt nichts heißen. Er hat so ein Team of the Year-Trikot, glaube ich, gehabt. Gucken wir mal. Zweite Seite wird dann entscheidend. Wir haben hier zumindest nochmal einen Insigne. Und zweite Seite. Oh, ein Ramos immerhin noch. Bewertung hier ein Stück besser. Dafür halt keine Special Card. Also halt den Inform, aber keine Promokarte. Ich würde sagen, ist ungefähr so ein ähnliches Pack. Ist halt ein bisschen langweiliger. Dafür für SBCs ein Stück besser. Weiter geht's. Was haben wir denn hier für ein Pack? Gucken wir einfach mal. 83+, komm, das muss jetzt knallen. Road to the Final, UCL aber. Man of the Hilfe, das ist ja unglaublich laut, das Pack. Aber es ist Dybala. Ich habe hier gerade erstmal leiser gemacht für euch. Es ist Dybala. Das ist ganz cool. Mit dem Zap und dem Pau-Trikot. Man of the Match, Paolo Dybala. Ruben Dias, Handano, Chabinho, Laporte. Es sind 5 Walkouts und... Nix mehr. Rodrigo, 6 Walkouts. Und Dybala, den man spielen kann. Ja. Finde ich gut eigentlich. Finde ich gut. 81+. Okay. Schauen wir auch mal da rein, wie die 81er sind. Bisher weiß ich noch nicht so ganz, welches am besten ist. Haben wir auch einen Man of the Match. Niederlande. Wer ist er denn? Oh, Kluivert. Ja. Man of the Match haben wir den höchsten Abschlusswert tatsächlich insgesamt. Deswegen... Jorginho, Benedetto, Gomez immerhin noch. Also auch ein 81+, ne? Da ist ein Walcott bzw. ein Gomez schon echt in Ordnung, würde ich sagen. Das sieht jetzt natürlich auch wieder nicht gut aus, aber es ist halt ein 81+. Du ziehst einen Gomez. Sevilla ist auch immer echt OP. Ich will da jetzt auch nicht meckern, sage ich euch ganz ehrlich. Auch wenn es vielleicht Leute sagen, ist jetzt nicht so krass. Natürlich nicht, aber man kann damit, glaube ich, echt zufrieden sein. Trotzdem, Gomez, Sevilla, die kommen bestimmt weit. Alejandro ist auch immer... Sehr gut spielbar in-game. Was hat denn der nächste? Gucken wir mal rein. Ein 82+ Pack. Also wir haben heute eine bunte Mischung. Alles schon irgendwie gesehen. Bisher kann ich die 83er nicht so ganz empfehlen. Was haben wir denn im 82er jetzt? Die 81er hatten bisher das beste Value vom Gefühl her. Das ist ein Visca. Das ist in Ordnung. Und da muss noch was hinter sein. Wir hatten noch keine UCL-Karte, glaube ich. Schauen wir mal. Mbappé, Neymar. Alea, Casemiro, Ramos, Hilfe! What? Das sieht ja insane aus. Das ist ein 82+. Visca, Casemiro, Ramos, Bruno, Verratti, Marquinhos, Busquets, Varane. Das sind 9 86+. Plus 3 85er.
plus Alea auf der ersten Seite. So gut habe ich das noch nie gesehen. Jetzt ohne Spaß. Und zweite Seite. Iličić und Smalling. Wie geht das denn, Alter? 10 Walkouts in einem Pack. Es ist das beste Pack, was ich hier gesehen habe. Jetzt ohne zu übertreiben. 1, 2, 86 plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er zieht 10 Walkouts aus dem 82 plus. Ich habe nicht viele Packs gesehen mit 10 Walkouts. Vielleicht so ein 10x Format plus natürlich, aber das ist ja, ja aus so einem Pack geisteskrank geil. Geisteskrank geil. Nächstes Pack 83 plus. Ob das jetzt besser wird als das andere? Ich wage das zu bezweifeln. Das ist ein... Ich sag's euch. Bei den ersten Swaps war das 83 plus meiner Meinung nach schon Scam. Es ist natürlich immer Luck. Natürlich, es ist immer Luck. Aber da könnte jetzt vielleicht auch noch eine Special Card hinter sein. Vielleicht. Ne? Und das 82 plus war immer ein bisschen vom Gefühl her nicht viel schlechter. Varane ist noch da als das 83 plus. Die Seite entscheidet jetzt. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, ne? Welches Pack ihr machen solltet. Jung, brutal, gut. Naja, gucken wir mal jetzt direkt ins 82 plus. Ich habe jetzt hoffentlich nicht zu viel versprochen. Man of the Match. Perisic. Naja, das wird es ja hoffentlich noch nicht gewesen sein. Navas, Lloris, Varane, zwei Informs, Man of the Match. Ist jetzt schon mindestens genauso gut, wenn nicht sogar ein Stück besser. Und einen Lozano. Safe besser. Safe besser. 82 plus bisher meiner Meinung nach die besseren Packs. Das bessere Value. Das ist in Ordnung. Das ist ein durch... Ich denke, das ist ein... Das ist so eine 2-2 Minus. Das ist ein bisschen besser als der Durchschnitt, denke ich. Da kann man schon mit zufrieden sein mit dem Pack. Auf jeden Fall. Lozano, die steigen vielleicht auch noch, weil die gegen Barca gewinnen. Dann könnte der auch noch hochgehen. Wir haben noch ein 81 Plus mal wieder zur Abwechslung. Ist jetzt ein bisschen näher in der Zeit, wo wir den letzten gefunden haben. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Könnte auch sein, dass es das letzte wird fürs Video. Falls ihr es auf YouTube geschaut habt, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Denn wir ziehen jetzt hier wieder den Stones. Ja, okay, brauchen wir jetzt auch nicht overhypen. Gucken wir mal, was sonst noch drin ist. Moreno, Sommer, Gulaschi, Piqué. Ja, für einen... Oh, und Lozano, den hat man echt oft gefühlt. Auch da bleibe ich bei der Meinung, ein 81 und das 82er ist ja genauso teuer wie ein 83er. Ich würde wirklich lieber die beiden Packs nehmen, weil, ja, auch da waren jetzt wieder ein paar Walkouts drin, war auch absolut in Ordnung. War auch absolut in Ordnung. Die 83 Plus finde ich beispielsweise immer noch ein ziemlicher Scam. BVB-Fan. Dem ziehen wir jetzt Emre. Emre Road to the Final. Wir haben einen 82 Plus. Viel Glück für Emre. Aber er ist halt Road to Knockout aus, ne? Frankreich. Ndombele. Ja, schon mal gut für SBCs, ist okay. Und Road to aus gegen Rangers. Emre Can. Kane Cancelo. Tay und Ronaldo, what? Tay ist und Ronaldo. Oh, warte mal. Oh, oh. Das schmerzt. Aber Ronaldo und Tejes. Geil. Ja, der hatte halt doppelt leider. Aber 2,91 und es war wieder ein 82 plus. Ich sag euch, diese 82 plus sind Meter. Man kann natürlich da auch Pech haben, aber safe sind die besser. Safe. Tejes ist halt auch richtig geil. Glückwunsch, Mann. Und Ronaldo Duplik. Ronaldo Duplikat, Alter. Zum Abschluss nochmal ein 83 plus. Das letzte. Vielleicht bestätigt sich jetzt endgültig meine Theorie. Weil das jetzt auch wieder nicht gut ist. In Inform haben wir schon mal. Wer ist er denn? De Ligt, 86er, so wie Ndombele gerade. Auch wieder ein 86er Inform. Und, komm, paar UCL-Karten jetzt mal dahinter. Oh, oh, Firmino, guckt euch das mal hier schon wieder an. Also, da kann natürlich jetzt noch irgendwas hinter sein, aber sorry. 5 Tokens, das ist ein Scam. Für ein Smalling. Macht nicht dieses 83 plus, deswegen lade ich euch immer diese Sachen hoch und ziehe immer die ganzen Packs von den Leuten.
Glaub mir, macht es nicht. Spotify Swalling ist hier der Beste. Macht nicht das 83 Plus. Ich kann es euch wirklich nicht empfehlen.